Schokolade ist ein einzigartiges Produkt. Schokolade ist ein Lebens- und Genussmittel. Schokolade ist eine Lieblingssüßigkeit für Kinder und Erwachsene. Streiten der Wissenschaftler über Vor- und Nachteile der Schokolade dauern bis heute. Starke Argumente haben sowohl Befürworter als auch Gegner von Schokolade. Wir haben eine Umfrage von Schülern unserer Schule gemacht. 11 Personen nahmen an der Umfrage teil. Der Fragebogen bestand aus 2 Fragen. Welche Schokolade lieben Sie? Ist Schokolade gesund? Die beliebteste Sorte ist Bitterschokolade, 45%. Die Schokolade ist ungesund, 83%. Wir wollen erfahren, wann und wozu haben die Menschen die Schokolade erfunden. Zusammensetzung, Eigenschaften und Bedeutung der Schokolade im Leben der Menschen. Schokolade, gesund oder ungesund? Woher kommt das Wort Schokolade? Das Wort Schokolade kam zu uns aus der mexikanischen Sprache. Es klang so Schoko, das heißt Kakao, und Latel, Wasser. Schokolade ist eine Mischung aus Kakao mit Zucker, Vanille und anderen verschiedenen Gewürzen. Es wird allgemein angenommen, dass das erste Geheimnis des Geschmacks der Schokolade die Maya-Indianer entdeckte. 2009 wurde das erste Schokoladendenkmal der Welt in Russland eröffnet. Grundrezept für Schokolade zu Hause. Nur 15 Gramm. Alles darüber hinaus geht an die Kalorien und ins Übergewicht. Während unserer Forschung haben wir festgestellt, dass unsere Hypothese doch bestätigt wurde. Schokolade hat eine positive Wirkung auf die Menschen. Schokolade macht glücklich. Das ist hilfreich gegen Stress.